Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Wo bin ich hier und wer ist neben mir? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage und das werden wir euch in der nächsten halben, dreiviertel Stunde wahrscheinlich alles sehr ausführlich erläutern. Genau. Erstmal sage ich vielen, vielen Dank. Ich bin nämlich bei der Firma Samsung. Richtig. Und mir steht gegenüber Amit Chatterjee. Genau, Amit Chatterjee. Amit Chatterjee. Macht was? Ich bin der Manager Pre-Sales Solutions bei Samsung im Display-Bereich und das bedeutet, ich bin das technische Gewissen von meinem Vertrieb. Oh, das ist ein sehr wichtiger Mann. Und ich habe in den letzten Wochen mit Samsung telefoniert, weil es tut sich da einiges im Bereich von Technologien, die auch das Thema Heimkino betreffen werden. Und wir haben darüber schon berichtet, unter anderem auf der ISE. Genau. Da habe ich ein Produkt gesehen, das nannte sich The Wall. Richtig. Wir haben eine Menge Anfragen bekommen. Ja. Und dann hat es ein weiteres Produkt gegeben. Aber bevor ich das erläutere, ich muss mal kurz erläutern, warum ich jetzt hier Samsung anhabe. Ich mache das wirklich gerne. Aber ich habe kein Geld bekommen, außer einen Kaffee. Ich hatte aber vorher einen Kaffee. Das war ein Kaffee to go. Und Kaffee to go und Autofahren funktioniert mit weißen Hemden nicht. Kaffeeflecken zeigen das. Deshalb vielen Dank, dass ihr mir eben kurz ausgeholfen habt. Meine Größe war weitgehend vorhanden. So, also das ist der Grund, warum ich dieses wunderschöne Samsung-Shirt mit Stolz hier gerade trage. Richtig. Also, wir sind hier in einem Raum. In diesem Raum war vorhin ein Schild. Ja. Da stand drauf, fotografieren nicht erlaubt. Ich bin sehr dankbar, dass wir das jetzt dürfen, weil das ist schon ein sehr exklusiver Einblick in was? Richtig, das ist die nächste Generation der Kinotechnologie. Wir haben über 120 Jahre haben wir Projektionen im Kino gehabt. Und wir als Samsung haben jetzt die nächste Generationsstufe eingeläutet, nämlich mit Onyx, unserem Produkt fürs Kino. Ja, so, Onyx ist ein Produkt, darüber haben wir gesprochen. Das ist nicht mehr Projektor und Leinwand, sondern eine Mikro-LED-Wand. Sagt man das so richtig? Oder was würdet ihr sagen? Es gibt differenzierte Technik. Das wollen wir nämlich jetzt erläutern. Richtig, das ist noch LED-Technologie, klassisch, wie man das kennt, mit kleinen LED-Paketen. Und das verwenden wir im Kino, weil wir genug Abstand haben. Und dementsprechend können wir eine große Leinwand herstellen mit genug Abstand, dass ich die Pixelstruktur nicht erkenne. Jetzt gibt es den einen oder anderen und da wurden wir auch drauf angesprochen. Der hat gesagt, hey, da gibt es ein Kino und zwar mittlerweile zwei in Deutschland. Weil, wisst ihr ja, wir reden dauernd auch gerne über die Kinotechnik bei den großen Jungs. Und da gibt es ja zwei Kinobetreiber, die diese Technik schon im Einsatz haben. Ganz genau. Wo sind die? Das ist einmal der Traumpalast in Esslingen und einmal das Kinopolis in Sulzbach, im Main-Taunus-Zentrum. Das sind die ersten zwei Kinos in Deutschland, die eine Onyx-Wall als Raum haben. Das ist aber so, dass das System selber schon weltweit in viel, viel mehr Sälen schon im Einsatz ist. Also man merkt schon, dass da Monat für Monat immer mal wieder ein Saal dazukommt, weltweit gesehen. Ne? Richtig, richtig. Gerade im asiatischen Raum haben wir jetzt auch schon die 14-Meter-Wände, also die eine Länge von 14 Meter haben, schon installiert. Und wir haben über 45 Installationen mittlerweile weltweit, wo wir die LED-Technologie anstelle eines Projektors in einem Kino haben. 14 Meter, das ist eine der, wie viele verfügbaren Versionen? Wir haben drei Versionen. Mhm. Einmal haben wir eine 5 Meter Version, das ist die, vor der wir stehen. Dann haben wir eine 10 Meter Version und die 14 Meter Version. Genau, also wir stehen nämlich nicht vor einem Greenscreen, Bluescreen oder was auch immer. Und es ist das erste Mal, dass ich nicht dauernd immer so einen Lichtstrahl im Gesicht habe, wenn ich vor so einer Wand stehe, sondern hier ist wirklich diese LED-Wand im Einsatz. Da läuft jetzt gerade ein Trailer. Richtig. Wir haben eine Menge Licht an. Ich zeige ja noch eine Menge Bilder, die wir jetzt über unseren Text mal eben legen werden, damit ihr mal so die Situation seht. Wir haben eine Menge Bilder, wo wir sehen, dass wir einen Wahnsinn Schwarzwert haben. Ja. Also jeder flucht ja über die Notausgangsbeleuchtung, auch wenn wir sie brauchen. Aber wenn die natürlich an ist, ist im Kino erstmal ziemlich Schicht im Schacht, was Schwarzwert angeht. Richtig. Das sieht hier anders aus. Ne? Richtig. Wir brauchen ja eine Leinwand im Kino, klassischerweise. Mhm. Wir haben hier eine schwarze Wand, die selbst leuchtend ist. Mhm. Und das ist der große Vorteil. Und wir absorbieren das Licht eben von außen kommt. Deswegen haben wir keine hohen Reflexionen. Also streng genommen, jemand, der ein bisschen Schiss hat, bei einem Film im Dunkeln zu sitzen, könnte auch das ganze Licht anlassen und trotzdem aber eine Wahnsinnsleuchtkraft. Könnte er machen, ja, hat vielleicht nicht ganz so den Effekt, den er haben möchte, aber das geht auch und man kann trotzdem ein schönes Kinoerlebnis haben. Okay, weitere technische Features, die wir hier unbedingt erzählen müssen, weil die sind natürlich jetzt hier alle an unseren Ohren oder an den Lippen hängen die jetzt hier vor dem Fernseher oder vor ihrem Handy, wenn sie uns jetzt dort sehen. Genau. LED heißt, wir haben drei Grundfarben, Rot, Grün, Blau. Genau. Aus denen wird dann das farbige Licht erzeugt. Richtig. So, das hat man geschafft, die Dinger mittlerweile sowas von winzig zu machen, dass ich hier ziemlich nah ran muss, um überhaupt noch zu erkennen, dass da rot, grün, blau leuchtet. Genau. Da drumherum ist ein schwarzer Rand. Richtig. Der ist mitverantwortlich, dass das so ein Wahnsinns-Schwarzbild hier gibt. Genau. Also wir haben ein LED-Package und drumherum ist eine Black Mask und dementsprechend haben wir hier diesen guten Schwarzwert und das gute Kontrastverhältnis. Wir haben ungefähr ein Viertel von hellem Leuchtpunkt zu der schwarzen Fläche entsprechend.
Jetzt ist das ja so, weil die ist jetzt gut 5 Meter? Genau. Um die 5 Meter, ne? Das war die 5 Meter Barriere. Also der kleine hier. Der kleine Bruder. Der kleine Bruder. Wir saßen jetzt ungefähr auch 4,5, 5 Meter entfernt. Das ist auch eine Empfehlung vom 1:1 Sitzabstand her. Muss man sagen, wahnsinnig homogenes Bild, unheimlich hell. Aber ehrlicherweise, abhängig, was Helligkeit angeht, von dem Inhalten her. Natürlich. Kommen wir gleich zu, Thema HDR und Co. Genau. So, jetzt haben wir aber, jetzt ist natürlich die Frage, ich mag dieses tolle große Bild. Mhm. Mein Portemonnaie ist gefüllt, aber meine Tür ist nur 2 Meter hoch. Ja. Wie kriege ich denn so was in die Wohnung rein? Das ist gar oder kein Problem. Oder in dem Fall erstmal ins Kino. Wohnung habe ich schon zuvor gegriffen, das machen wir gleich. Aber wie kriege ich denn sowas überhaupt rein? Denn das ist ja unter anderem eine besondere Technologie, die dahinter steckt. Genau, bei den großen Kinos muss man ja aufpassen, wie kriege ich die Leinwand da rein. Ja, manchmal macht man das, wenn man es baut und dann kann man es nicht mehr austauschen. Vom Dach. Richtig. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir kleine modulare Pakete haben. Das heißt, man kriegt ein paar Paletten, da sind Boxen drauf, die kann ich dann auspacken und das sind dann immer Module, sogenannte Cabinets bei uns, die ich dann installiere. Und das kann ich dann Stück für Stück aneinander assemblieren und habe dann eine gesamte Fläche entsprechend. Und das sind dann 50 Quadratmeter bei dieser 10 Meter Wand, die ich dann im Kinosaal verwenden kann. Also eigentlich nichts anderes als quadratische Puzzleteile, die zusammengesteckt werden. Aber jetzt kommt das Besondere. Ja. Ihr werdet diese Kanten, diese Ansätze, diese Nähte, diese Schlitze, was auch immer da vielleicht mal jemand meint, das müsste man doch sehen. Ja. Ihr werdet es nicht sehen. Nein. Das sieht so unfassbar homogen aus vom Bild her und auch von der Seite betrachtet. Ja? Also das können wir schon mal sagen. Zur IFA sollte man auf jeden Fall. Genau. IFA 2019. Genau. Weil da kann man sich das erstmalig mal richtig in breiter, schöner, toller Form anschauen, ohne dass ich Fachbesucher bin, weil da zeigt es eben. Genau. Und diese ganze Modulartechnologie hier ist auch sehr einfach von der Justage. Richtig, richtig. Wir haben eine Konstruktion hier, jetzt speziell bei Onyx, wird es von oben gehangen. Aber bei den anderen Produkten ist es so, dass ich es an die Wand befestigen kann und dass es mit sogenannten Frames ausgerichtet wird erstmal und dann hänge ich es ein. Also es ist auch von der Installationsaufwand her sehr gering. Ich brauche nicht mehr hinten einen großen Platz, wo ich von hinten rankommen muss, sondern ich kann alles von vorne bearbeiten. Auch im Fall, dass ich mal was austauschen muss oder möchte, kann ich das alles von vorne machen. Das ist auch ein großer Vorteil. Okay, jetzt guckt der eine oder andere Kinobetreiber zu, der rechnet wahrscheinlich schon. Es gibt ja auch noch einen ganz anderen Vorteil, an den er vielleicht zuerst gar nicht denkt. Er braucht ja den Projektorraum nicht mehr und das Ganze. Das hat ja im Kino dann doch schon eine sehr hohe Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Ganz richtig. Platz ist wertvoll. Man ist schon dankbar, wenn man eine Reihe vielleicht mehr integrieren kann. Ja. Weniger Aufwand, auch Brandschutz und so weiter. Genau. Das sind auch Punkte, die natürlich schon wichtig sind. Ne? Ein weiterer Punkt ist auch, ich habe nicht nur den Wegfall des Projektionsraumes, sondern ich kann auch meine Auframpung steiler machen. Ich kenne es oft, wenn ich im normalen Kino drin bin, da kommt jemand, der setzt sich vor mich und der ist ziemlich groß gewachsen und dann muss ich an ihm vorbeigucken. Ja. Und dann habe ich ein bisschen Geld bezahlt und muss dann die ganze Zeit so schräg gucken. Was ich machen kann, wenn ich eine steilere Rampung habe, dann gucke ich über den Kopf und ich bin aber nicht im Lichtkegel vom Projektor drin, weil den gibt es ja nicht mehr, sondern ich habe ein super Bild auf die LED-Leinwand. Hat natürlich auch was mit dem Thema Betrachtungswinkel zu tun. Genau. Das heißt, wir werden hier keinen Hotspot oder Ähnliches erkennen. Richtig. Ich bin vorhin zur Seite gegangen, bin nach oben und nach unten und in eine Richtung gegangen. Es ist nicht wirklich was erkennbar. Genau. Dadurch, dass wir eine gerade Wand haben, die von überall gleich ist, haben wir keine Transparenz-Trapezprobleme entsprechend. Und deswegen haben wir eine gerade Wand. Ich kann von jedem Winkel drauf gucken und ich kann entsprechend auch meine Winkel, wo ich sitze, variieren und habe dann immer noch das perfekte Bild. So, jetzt habe ich am Anfang gesagt, Thema Helligkeit. Jetzt gibt es ja verschiedene Zuspielvarianten, auch im Kino. Wir haben das ganz normale Standardsignal, HD-Signal, sagen wir mal. Und dann können wir natürlich auch mittlerweile 4K, wir können mittlerweile sogar HDR. Und da kommt diese Spitzenhelligkeit zum Vorschein. Genau. Auch das werden unsere Zuschauer teilweise mittlerweile schon kennen, wenn ihr immer schön aufpasst, gell? Da reden wir nämlich drüber. Das heißt also, diese Spitzenhelligkeiten, diese Nits beispielsweise, was habt ihr da so an Zahlen denn anzubieten? Genau, also klassischerweise im Kino haben wir 14 Foot Lambert, das sind 48 Nit. Ja. Und das war die große Kunst, dass wir in der LED-Technologie dazu bringen, dass sie extrem dunkel trotzdem ein gutes Bild macht. Das also wir sind ganz tief unten, was schwarz angeht. Genau. Und versuchen ganz weit nach hoch zu kommen, was die Spitzenweißhelligkeit angeht. Genau. Wir haben jetzt mit unserer Technologie den Vorteil, dass wir HDR 300 können. Das heißt bis 300 Nit Spitzenhelligkeit. Das Produkt hat aber noch Potenzial, auch HDR 500 zu unterstützen. Das heißt, wir können maximal bis 500 Nit Peak-Helligkeit unterstützen. Das haben wir aber im Kino noch nicht, weil die Kinofilme noch nicht dafür produziert worden sind, weil es ja die Technologie bislang noch nicht gab. Die Projektoren konnten das bislang noch nicht.
ich sag mal, unsere Freunde von Arri, ne? Gute, schöne Grüße an Daniel und den Rest der Truppe, da waren wir ja vor kurzem, da haben wir ja auch sehr ausführlich über das Thema Filme machen und das ganze Thema Standards, HDR und so weiter gesprochen. Mhm. Die haben euch unter anderem ein Material zur Verfügung gestellt. Ich muss ja sagen, das war ja unfassbar, das war ja wahnsinnig hell und das war also dann auch speziell mal für diese Wand gemacht. Ganz genau. Um zu demonstrieren, was da maximal drin möglich ist. Ganz genau. Und das ist auch das, was wichtig ist, weil die Kameras, die geben es eben schon her. Arri kann das schon, länger schon mit der Alexa zum Beispiel. Und wir haben eben jetzt die Möglichkeit, dass sie die Power, die sie aufnehmen, auch wieder projizieren können auf der LED-Leinwand. Okay. Über den Ton müssen wir reden, weil die Frage kommt eindeutig. Genau. Ne? Also es gibt verschiedene Varianten, weil es ist nicht so, dass wir jetzt dahinter einen Lautsprecher setzen können. Genau. Das würde sich dann so anhören und das würde uns nicht gefallen. Ja. Also ihr habt verschiedene Lösungen. Man muss ja fairerweise sagen, Samsung und Harman Kardon, die hängen ja doch ein bisschen zusammen. Ne? Bisschen, das ist ja, ne? Und genau. Dann reden die auch schon mal miteinander. Richtig, richtig. So, das heißt, es kam also einiges an Expertise aus dem Bereich Audio, auch von Harman Kardon. Genau. Und wir haben verschiedene Lösungsansätze jetzt, wie bei den Ton, und zwar den Center-Kanal. Optimal aus dem Bild hörbar machen. Ganz genau. Wir haben ja, zu Harman gehört ja auch JBL. Und JBL ist im Kinobereich sehr vertreten in den Kinos. Haben wir schon mal von gehört. Genau, denke ich mir. Mhm. Und die Kollegen haben eben verschiedene Techniken angewandt. Das heißt, wir haben einmal die Lautsprecher überhalb der Wand. Dann genau haben in der Mitte hier einmal, ein Center und dann links und rechts nebendran. Und dann arbeiten wir im Kino auch mit Reflexionshörnern. Das heißt, in den größeren Sälen haben wir links und rechts vorne Lautsprecher, die geben Ton nach vorne ab. Dadurch, dass wir eine Solid Wall haben sozusagen, also eine harte Reflexion, Können wir das nach vorne reflektieren. Und wir haben auch das Gefühl, dass der Ton aus der Mitte kommt. Oder man kann auch andere Wege gehen. Das ist immer abhängig vom Kino, von der Raumsituation. Dann kann ich auch unten mit Lautsprechern arbeiten und dann von dort eben das schaffen, dass ich dann den Ton von der Mitte bekomme. Wenn die beispielsweise eine Bühne haben oder sowas in der Richtung, ne? Genau. Könnte man dann in dem Fall machen. Genau. Das heißt also Dolby Atmos, Auro 3D, Auro Max, was es da alles so im dreidimensionalen Soundbereich gibt, könnte man ohne Probleme mit integrieren. Genau, also Dolby Atmos, da arbeiten wir schon dran, dass wir die Zertifizierung auch bekommen. Da sind die Kollegen dran. Wir haben das jetzt noch nicht, aber es können Säle ausgestattet werden. Das muss dann von einem Dolby-Techniker entsprechend abgenommen werden. Ja. Aber das geht jetzt schon. Und auch der Traumpalast in Esslingen, das ist schon ein Dolby Atmos-Saal. Oh, guck mal an. Ja. Ah, die sind ziemlich fix, ne? Genau. Schöne Grüße an die. Ja. Die haben mich eingeladen. Ich soll da mal hinfahren. Vielleicht soll ich das demnächst mal wirklich machen. Schau ich mal. Das wird sich lohnen. Der Heinz wird sich freuen und der Maris auch. Ja, das ist richtig. Genau. Vater und Sohn ist das, ne? Ganz genau. Und die bauen jetzt einen der größten oder ist sogar die größte IMAX-Leinwand der Welt. Der soll Welt. Da auch noch rein. Ganz genau. Also es gibt eine Menge Gründe, nach da hinzufahren. Richtig, auf jeden Fall. Okay. Haben wir eigentlich soweit alles? Wann kriege ich statt irgendwo in der Nähe von Düsseldorf zu sehen? Da arbeiten wir jetzt natürlich dran. Wir haben viele Interessenten in Deutschland aus der Kinobranche. Da arbeiten wir eben an Konzepten da entsprechend. Aber natürlich auch hier der Aufruf, wer Interesse hat an so einem Produkt, sich das mal anzugucken, kommen Sie gerne zusammen, kommen Sie hierher und dann können wir über solche Themen auch sprechen. Und das war der Werbepart. Genau, so ist es. So, also es ist natürlich klar, dass wir hier indirekt einen Werbefilm machen, aber wir wollen euch ja informieren und das ist nichts Besseres, als dass wir direkt zum Hersteller kommen können und das mal hier so aus erster Hand erfahren. Ja. Der Raum ist jetzt ehrlicherweise nicht öffentlich. Ne? Also es macht keinen Sinn, jetzt hier hinzufahren, muss man auch fairerweise sagen, das klappt nicht. Das ist also nur für die Fachleute, Fachpresse und für den kleinen Grobi. Genau. Und fürs Kino haben wir eben auch einen weiteren Vorteil, dass wir nicht nur Kinofilme zeigen müssen, sondern wir können auch noch andere Dinge tun. Ja, weil ihr 16:9 habt unter anderem. Wir haben 16:9, wir haben auch einen ganz normalen HDMI-Anschluss mit dran. Das heißt, ich könnte meine Gaming-Konsole, meinen PC anschließen, ich könnte ein Gaming-Event machen oder ich könnte eine Präsentation machen. Das heißt, die Zweitvermarktung an Zeiten vormittags, wo ich zum Beispiel kein Kinopublikum habe, aber vielleicht eine Universität habe, die Raumkapazitätsprobleme hat oder ein Unternehmen, was eine Präsentation machen möchte, das könnte ein Kinobetreiber auch machen und für ein Unternehmen ist es interessant, in einer anderen Atmosphäre mal zu präsentieren. Und das wird auch gerne gemacht und das kann man hier perfekt machen, weil wir können das Licht anmachen und wir sehen trotzdem etwas an der Wand. Ja, und es ist hochauflösend. Richtig. Ich sehe also wirklich feinste Linien. Da kann jeder Architekt kann sich hier präsentieren mit all seinen Zeichen. Da können wir alles zeigen. Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Ganz genau. Also das sind auch so Aspekte, die man auch nochmal beleuchten kann, wenn man sagt, warum sollte ich eben auf so eine Technologie wechseln. Ja, das waren doch jetzt genügend Argumente, ne, oder? Ich hoffe es doch. Okay, wir gucken uns mal in der nächsten Szene mal an, wie so eine Technik im Detail aussieht, weil das muss man wirklich sagen, ist faszinierend, wie da mittlerweile, wie winzig das alles geworden ist. Und dann schauen wir uns die Lösung an, die Samsung sich vorstellt, dass wir uns das demnächst mal zu Hause installieren. Bisschen vielleicht müssen wir noch sparen, der eine oder andere, aber es sind eben, die Technologie ist da und es ist absolut faszinierend, wie professionell es umgesetzt wird und das schauen wir uns an. Ja, die nächste Generation steht vor der Tür. Ja, und wir sind dabei. So, das ist jetzt
Was ist denn das? Das ist jetzt ein Modul, eine LED-Wand und hier können wir im Prinzip einmal den Pixel-Pitch sehen. Wir haben da drüben gerade gelernt, im Onyx haben wir 2,5 mm Pixel-Pitch und so sieht eine Kachel mal aus. Jetzt nicht von der Größe, bei Onyx sieht die ein bisschen anders aus, aber von der Struktur her haben wir so ein klassisches LED-Paket. Worauf bezieht sich die 2,5? Auf den Abstand zwischen zwei Pixeln, zwischen zwei Lichtpunkten. Zwischen zwei Lichtpunkten. Also das ist mehr oder weniger das Schwarze, was ich hier sehe. Genau, genau. Bei meinen berühmten LCD-Projektoren ist es die Leiterbahn beispielsweise. Richtig. Ne? Genau, okay. So, Ansteuerung, alles elektronisch, dahinter befindet sich das Ganze. Genau. Eine Frage ist natürlich auch, ich glaube, ich habe noch nicht beantwortet, was ist mit Laufzeiten? Weil im Kino, wenn die da drei, vier, fünf Vorführungen am Tag machen, dann kommt ja was zusammen. Genau, das ist aber kein Problem. Bei unserer LED-Technologie haben wir eine Laufzeit von 100.000 Stunden. Mhm. Das heißt, wenn man 24 Stunden tatsächlich arbeiten würde, da würde man über 11 Jahre das Produkt auch verwenden können. Im Kinobetrieb haben wir ja eigentlich keinen 24-Stunden-Betrieb, von daher sollte das locker ausreichen für die 10 Jahre, für die man sowas vielleicht plant. Können wir noch was zum Thema Farbraum sagen? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Genau, Farbraum ist der... Weil ich sehe da im Hintergrund an der Tür so ein schönes Logo. Genau, wir haben den Farbraum DCI P3. Das ist natürlich notwendig für das Kino, weil die DCI entsprechend vorgibt, was wir darstellen müssen. Und deswegen, das können wir. Und da kann dann das Grading entsprechend dann auch funktionieren, die man nutzt für die Kinofilme, die da standardmäßig mit drin sind. Das ist gar kein Problem. 3D ist natürlich auch eine Frage für die Kinobetreiber. Genau. Ich habe gesehen, ihr habt eine Menge 3D-Brillen da liegen. Richtig. Was machen wir dann damit? Ja, wir können auch 3D benutzen mit unserem Onyx-System. Das ist sogar eine aktive Shutter-Technologie. Das hat den Vorteil, dass ich das Vollbild bekomme. Plus der weitere Vorteil ist, dass wir ja von der Helligkeit das ganze System höher fahren können und somit auch die gleiche Helligkeit ankommt hinter dem Brillenglas, wie wenn wir ohne Brille gucken würden. Weil das ist das Problem, was man oftmals aktuell im Kino hat, dass die Lichtstärke entsprechend runtergeht und das Ergebnis, was ich an am Auge habe, weniger ist als ohne Brille. Ich versuche das jetzt nochmal zu rekapitulieren. Das würde bedeuten, das 3D-Bild ist dann mehr oder weniger genauso hell wie das 2D-Bild, ihr das entsprechend anders ansteuert mit mehr Helligkeit. Die Reserven sind in der Technologie drin und die nutzt ihr dann auch in dem Fall. Ganz genau. Weil irgendwann machen ja auch meine Augen zu oder ich verlange eine Sonnenbrille. Aber das ist mit der 3D-Brille passt das dann eben wieder perfekt. Genau. Okay, alles klar. Schön. Okay, dann würde ich sagen, was haben wir da drunter? Darunter haben wir die nächste Generation der Technologie. Das ist die Micro-LED-Technologie. Ja. Und da sieht man natürlich jetzt auch den Unterschied, weil auf den kleinen Modulen sieht man jetzt auf jeden Fall keine LED-Punkte von der Entfernung, die wir jetzt haben. Da muss man wirklich sehr nah dran gehen. Das ist eben der Vorteil. Wir haben hier einen Pixel-Pitch unter einem Millimeter. Wahnsinn, und das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Also ich bin ja schon 20 Jahre im Business, aber es ist immer wieder faszinierend, solche neuen Technologien so aus erster Hand mal zu sehen und mal zu gucken, wie das funktioniert und wie man sowas dann auch produziert. Das ist ja nicht das eine Labor. Genau. Das andere ist jetzt mal wirklich das, jeden Tag hier zu produzieren und jetzt auch in den Markt zu gehen. Wir schauen uns das jetzt mal im Detail an und zwar gehen wir erstmal auf eine schöne Informationstafel. Genau. Wir wollen ja auch noch was lernen hier, das ist jetzt nochmal der Lernbereich. Ja. Und dann wird das nochmal genauer erklärt, was jetzt genau diese Technologie für daheim nochmal auszeichnet. Genau, was die Unterschiede sind. Genau, was die Unterschiede sind. Konventionellen LCD-Technologie. Machen wir das. Ja. The Wall. Ja. Tolles Album von Pink Floyd. Auf jeden Fall. Sehr schön. Scheinen ein paar Fans bei euch zu sein. Richtig. Aber ihr habt euch jetzt noch eine Differenzierung einfallen lassen. Weil, ich sag mal, im Volksmund ist The Wall sicherlich bei dem einen oder anderen Kinointeressierten jetzt bekannt. Mhm. Aber es gibt doch noch mal eine Differenzierung, die wie heißt und warum ist sie? Genau. Also wir haben einmal The Wall Pro und wir haben einmal The Wall Luxe, also für Luxurious. Und The Wall Pro ist für den B2B-Bereich, das heißt für Firmen, die eine Micro-LED-Wand benutzen wollen, vielleicht in der Entwicklung, bei der Planung, Architekten oder überall da, wo ich eben eine extrem hohe Auflösung auf eine relativ gute Größe bekommen möchte. Und das kann ich soweit eben sagen, dass bei Tageslicht eben ist, wo keine Reflexionen sein sollten, weil viele haben Konferenzräume, die sind voll verglast, die sehen nur Spiegelung ohne Ende, wenn die mit einem normalen Monitor arbeiten würden. Und beim Beamer wird es eben schwierig, weil da muss Licht ohne Ende und schwarz können wir trotzdem nicht. Genau. Okay, das habe ich verstanden. Es gibt auch hier einen Konferenzraum, den zeige ich mal gleich mal eben mit einem Bild, wo ihr das auch mit einsetzt. Genau. Und da ist gut zu sehen, in Kombination an Größe und Helligkeit, da kann ich auch aus 7, 8, 9 Meter die feinsten Details sehen.
Richtig, also wir haben die LED-Technologie und Micro-LED geht eben noch einen Schritt weiter. Deswegen haben wir eben The Wall für den B2B-Bereich in der Pro-Variante. Da können wir dann auch solche Sachen machen wie so eine Art-Wall. Das heißt nicht ein konventionelles 16:9 Format, sondern wir gehen aus dem Format raus. Wir bauen mit den Kacheln entsprechend irgendwelche Monumente oder irgendwelche Dinge und können das dann auch entsprechend bespielen. Der Vorteil ist auch, dass ich entsprechend zentral das Ganze verwalten kann. Das heißt Contents vorlade, einen Zeitplan erstelle und dann wird an der richtigen Zeitpunkt der richtige Inhalt entsprechend gezeigt. Ja, da gibt es sehr, sehr schöne Geschichten. Ihr könnt euer Wohnzimmer jede Woche, jeden Tag neu gestalten. Genau, das ist The Wall Luxurious. Das ist The Wall Luxurious, genau. Also dranbleiben. Und wir erklären jetzt aber erstmal die Technik, die genau. Für beide, nämlich für den professionellen und ja. Für den Luxusbereich, der da heißt Privateinsatz, dann Zielgruppe her, verwendet wird. Genau. So, okay, fangen wir mal an. Wir haben einmal die Black Seal Technologie. Als wir die erste Generation hatten, haben wir auch so eine spiegelnde, so eine Glare-Oberfläche gehabt und hat natürlich den riesen Nachteil gehabt, wie du es eben schon gesagt hast, wenn wir Glas haben oder ähnliches, dann reflektiert es. Also haben die Kollegen geschaut, was kann man noch nehmen, was kann man draufsetzen als Filter entsprechend, um das entsprechend schön schwarz zu kriegen, erstens, und die Reflexion auch zu vermeiden. Und das ist unsere sogenannte Black Seal Technologie. Und somit haben wir eben nicht so viel Reflexion von dem Licht. Okay. Nächste, Ultrachroma-Technologie. Genau, da kommen wir eben dahin, wie entsteht weißes Licht. Weißes Licht entsteht, indem ich die drei Grundfarben mische. Und die drei Grundfarben bestehen aus Wellenlängen. Und bei der herkömmlichen LED-Technologie sind die relativ breit aufgebaut, sage ich mal. Und je spitzer die zusammengehen, umso reiner wird das Weiß, was ich dann entstehen lassen kann. Und das haben wir hier geschafft mit der neuen Technologie, dass wir viel spitzere Wellenlängen haben und deswegen ein besseres Weiß. Man muss wirklich dreimal hingucken, ne? Weil ich habe den Unterschied zuerst gar nicht gesehen. Genau. Die sind sehr breit und das ist das Schmale. Genau. Das ist das Dünnere. Ganz genau. Okay, nächster Punkt. Dann habt ihr hier einen Wahnsinnsprozessor, genau. Weil ihr seid ja in der Lage, eine ganze Menge an Inhalten zu zeigen. Also ich muss jetzt hier nicht mit 4K, 8K nur kommen, sondern richtig. Ich habe jetzt zur Not auch das erste und gucke die Lindenstraße drüber. Genau, das könnte ich auch ohne machen. Den zu nahe zu treten zu wollen. Aber genau. Das ist dann ja gerade mal 720p. Genau. Wir haben den Quantum Processor Flex. Das bedeutet, normalerweise hat man einen Algorithmus, durch den wird das Signal durchgeschickt und dann verbessert er das Bild. Hier haben wir einen neuen Weg sind wir gegangen. Wir haben verschiedene Referenzbilder auf dem Chip gespeichert. Der vergleicht in Echtzeit, was kommt da gerade für ein Signal rein und benutzt den richtigen Algorithmus für die Szene entsprechend. Und somit habe ich den Vorteil, dass ich eine Verbesserung in der Skalierung habe und somit teilweise das Bild auf einem, mit 8K zum Beispiel besser aussehen kann, als wenn ich ein 4K-Display hätte. Da habe ich jetzt aber gerade ein Déjà-vu, ne? Ja. Weil das habe ich auf der IFA letztes Jahr von einem Kollegen gehört. Genau. Ne? Das ist in den 8K-Fernsehern drin. Richtig. Ne? Alles klar. Okay, also das ist diese die Technologie, ganze Technik, die wir auch im Fernsehen verwenden, genau, bei den 8K-Geräten. Mhm. Und das haben wir jetzt auch in diese Serie mit einfließen lassen, denn wir können ja bis zu 8K so eine Wand bauen. Also wer ein bisschen Platz im Wohnzimmer hat, der kann auf jeden Fall bei 292 Zoll sich eine schöne The Wall Lux hinstellen. Och, Platz ist, glaube ich, nicht unbedingt die größte Herausforderung, ne? Oh, ja. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Okay, Quantum HDR-Technik. Genau. Oh, HDR. Ja. Also zieht sie wie ein roter Faden durch, genau. Ist natürlich die Technik für geeignet, richtig. Kann sie alles, richtig. Heißt konkret, rein, raus, bedeutet dazwischen? Genau, wir haben hier die Möglichkeit, selbst wenn ich kein HDR-Material habe, habe ich einen Algorithmus da drin, der das Bild verbessert, analysiert und dann entsprechend auch Peaks erstellt. Wenn ich HDR-Material habe, kann ich das ganz normal verwenden, aber das ist eben der Vorteil mit der HDR-Technologie, die wir hier verwenden, dass ich nicht unbedingt HDR-Material brauche. Peaks, für die, die nicht so aufgepasst haben in der Schule, sind Spitzenweißlichter, kann man sagen, Spitzenhelligkeiten. Hier wird es ja gezeigt mit der Sonne, genau. Die ist ein bisschen blass, würde ich mal sagen, genau. Und hier knallt die nochmal so richtig, ohne dass drumherum aber alles grauer wird, richtig. Sondern es bleibt weiterhin tief schwarz und der Kontrast ist da. Richtig, wenn wir wieder in Nits sprechen, dann hätten wir standardmäßig 250 Nit und in dem Bereich können wir bis zu 2000 Nit hochgehen, kurzzeitig, im Bewegtbild, nicht bei Standbildern. Okay, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen zurück, weil da unten ist noch eine Reihe. Genau. So, okay, die sagen natürlich jetzt, oder ihr sagt natürlich jetzt, ihr könnt das benutzen für alles, was sich bewegt. Genau. Von Urlaubsbild bis hin zu selbstgedrehten Videos, bis hin zu Fußball, Playstation, was nicht alles. Richtig. Volles Paket, es gibt keine Einschränkungen. Genau, und das ist eben auch der Grund, wir möchten hier die Einfachheit haben. Wir möchten, wenn man sich so ein Produkt zu Hause hinstellt, dass ich auch das so verwende wie einen normalen Fernseher von Samsung. Ja. Ja, alles das, was ich schon kenne, was ich damit machen kann, das soll ich auch machen können mit der nächsten Generation. Und das können wir eben machen. Das war für mich auch wiederum sehr wichtig, mal zu wissen, weil das habe ich jetzt im Detail gesehen. Ja. Was muss ich machen? Muss ich mir eine neue Wand bauen? Wenn ich jetzt so eine Wand installieren möchte, muss ich das bei der Hausplanung berücksichtigen? Wie dick ist das? Verliere ich einen halben Meter an, weiß ich nicht, Tiefe in meinem Wohnzimmer?
Überhaupt nicht, ne? Nee, gar nicht. Also wir haben dadurch, dass wir das Gewicht verlagern durch das Halterungssystem, ja, da wird auf die gesamte Fläche. Auf die gesamte Fläche wird das Gewicht schön verteilt. Muss ich also auch nicht darauf achten, dass ich da eine Betonwand stehen habe. Mhm. Und von der Tiefe sind wir bei 29,9 Millimetern von der reinen Modultiefe entsprechend. Bedeutet, die Front, die ich sehe, genau, die ganze Technik, die dahinter ist, weil da steckt einiges an Technik hinter, genau, habe ich gesehen. Und dann haben wir noch den Rahmen, genau, oder der ist da noch zusätzlich? Der, nein, ist da noch zusätzlich. Was haben wir dann ungefähr noch an Zentimetern insgesamt? Sind wir bei 6,9. Also keine 7 Zentimeter und das ganze System hängt. Genau. Aufgeteilt von der Fläche her, natürlich gewichtstechnisch baue ich ein paar Schrauben nicht nur oben rein, sondern drumherum. Richtig. Alles drin. Genau. So, wichtig ist natürlich auch, jetzt kommen wir zum nächsten hier. Genau. Wir haben ja festgestellt und auch gesehen gerade, dass es da diese Platten sind. Die, genau, nennt ihr jetzt wie genau? Das sind also unsere Cabinets. Das sind die Cabinets. Cabinets, genau. Cabinets. Ja. So, die sind schon vorgefertigt. Genau. Und die kriege ich also jetzt. Dann sage ich, pass auf, ich hätte jetzt gerne diese Standardgröße von? Von 146 Zoll. 146 Zoll, genau, das ist so bei 3,20 Meter ungefähr. Genau. Ne? Das ist nicht wenig. Nö. Das ist schon mal schön. Das heißt, dann kriege ich eine Anzahl von Cabinets. Richtig. Die sind vorgefertigt im Werk. Genau. Und jetzt kommt der Fachmann, ja, und der setzt das Ganze vorher zusammen. Ganz und zwar, genau, so, dass das nahtlos ist. Richtig. Richtig. Am Ende, wie mache ich das denn, wenn ich das von vorne? Ich kann ja nicht dahinter gehen. Wie geht das denn? Genau, also es wird im Prinzip eingehangen. Ja. Ja, und dann hat man das zueinander ausgerichtet, mhm, im Prinzip. Und das war es dann im Prinzip schon. Wenn ich mal was habe, gibt es ein magnetisches Verschlusssystem, wo ich dann die Module vorne rausnehmen kann, falls ich irgendwie mal dagegen krache oder irgendjemand geht mit dem Ellbogen dagegen und hat, mhm, was kaputt gemacht. Mhm. Kann ja mal passieren. Dann könnte ich das auch austauschen. Ich bekomme im Lieferumfang noch Ersatzcabinets mit dazu. Echt? Richtig, mhm, weil wir haben ja eine Farbkalibrierung auf der gesamten Fläche und ich möchte ja, wenn ich mal was austauschen muss, dass es auf der gleichen Farbkalibrierung bleibt. Deswegen geben wir dann entsprechend oder haben wir das dann immer im Lieferumfang mit dabei. Und also schon mal das Ersatzpanel für die harte Partynacht, wenn da mal einer meint, der müsste... Ganz genau. Das so realistisch gesehen, er dachte, könnte durchgehen. Könnte durchgehen, ganz das genau. Könnte ja passieren. Richtig. Okay, verstehe ich. So, das Format heißt jetzt hier konkret, wir haben alle Bildformate, können wir zeigen. Richtig. Da steht ja sogar IMAX. Ja, theoretisch können wir auch ein IMAX-Format zeigen. Also 4:3 Format, es geht ja da um die Bildformate. Ja, ja. Und wir können eben auf der Wand entsprechend skalieren und darstellen, was wir möchten. Und das ist eben der Vorteil. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt, als du es gesehen hast, man sieht keinen Rahmen mehr drumherum. Es ist so schwarz, es ist so dunkel, wenn das Licht aus ist, dann sehe ich auch nicht, dass ich noch irgendwas Helles habe, was dann mein Bild noch abschneidet sozusagen. Und das ist eben der große Vorteil, weil wir richtiges Schwarz haben. Okay, so, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach da hinten, genau, weil dort habt ihr euch ein gemütliches Wohnzimmer, richtig, eingerichtet. Ja. Und da kann ich die jetzige Zukunft schon sehen. Genau. Was für ein Satz, die jetzige Zukunft. Also ja, weil es ist verfügbar. Ja, also wir werden es ab der IFA sozusagen haben dann. Für alle die das Video erst in einem Jahr sehen, wir sind jetzt gerade im August 2019. Richtig, richtig. Und zur IFA 2019, da werden wir es offiziell in Deutschland auch entsprechend präsentieren und danach wird es auch verfügbar sein. Dann gehen wir mal. Gehen wir mal gucken. Wenn ihr glaubt, dass das jetzt ein Fenster ist und im Hintergrund haben wir jetzt hier im Schwalbach einen Wasserfall, dann seid ihr drauf reingefallen. Weil, richtig, es ist eins von einer Unzahl von Motiven, genau, die man auf The Wall Luxury nebenbei auch noch laufen lassen kann. Genau. Wenn das Fernsehprogramm mal wieder nichts hat. Richtig, also das ist so unser Ambient Mode, wie man den auch von den TVs kennt. Und wir nehmen den eben auch mit in The Wall Lux, damit ich eben keinen schwarzen großen Fleck an der Wand habe, wenn ich mal nicht Fernsehen schauen möchte, sondern dass ich hier entsprechend entweder einen Wasserfall habe oder ich habe irgendwelche Kunst, die ich mir anzeigen lassen möchte. Genau. Wir haben hier die Möglichkeit noch umzuschalten und wir können zum Beispiel hier auch bewegt ein Dekor haben, was sich dann umstellt und habe dann vielleicht auch etwas, was ein bisschen so einen Mut eben reinbringt. Oder ganz klassisch natürlich auch hier die Möglichkeit, dass ich hier sowas Charmantes entsprechend als Ausblick nach draußen habe. Bewegbilder natürlich auch und, genau, so weiter. Also das ist ein Teil, wie man jetzt eine solche The Wall Luxury integrieren kann. Genau. Weil, ganz klar, das kennen wir, ne, mit Hochkontrast-Rahmenleinwände, ja, das möchte man ja nicht sehen, wenn da kein Bild drauf ist. Eben. So, und wir haben uns ja auch vorhin unterhalten über die Laufzeit. Das, genau, gilt eben auch hier für das System. Richtig. Ich wiederhole die Zahl. Ja. 1.000.000. 100.000 Stunden. 100.000 Stunden. Ja. Okay, so, und jetzt bin ich hier verdammt nah dran. Wir haben ungefähr 3,20 Meter Bildbreite. Genau. Wir stehen hier ungefähr 92, 3 Meter entfernt. Ja. Ich kann keine Pixel, nichts erkennen. Nee. Wir können noch viel näher rangehen. Man muss wirklich mit der Nase fast schon das Ganze berühren. Richtig, richtig. Wir sind unter einem Millimeter Pixel-Pitch.
Also, das sieht eigentlich schon phänomenal aus, aber dafür ist es ja nur nebenbei gedacht. Genau. Wir wollen schon Bewegtbild haben. Genau. Und das können wir zeigen, können wir was machen. Wir haben eine zentrale Einheit, das sollte man nochmal wissen. Genau. Also, das heißt, wie sieht es ganz konkret aus? Ihr habt da eine Steuereinheit. Wir haben eine Steuereinheit, das ist so wie ähnlich wie die One Connect Box bei den Fernsehern. Mhm. Das ist unsere M-Box bei der Wall Lux und es geht auch ein Glasfaserkabel im Prinzip in die Wand rein und überträgt so das Signal dahin. Okay, die Wand selber, man muss ganz klar sagen, wird schon ein bisschen wärmer. Wenn ich was näher rangehe, merke ich schon, dass da Wärme ist. Ja. Das ist auch unterschiedlich im Verbrauch, was nachher Energie angeht. Hängt von der Helligkeit ab, kennen wir noch aus alten Plasmazeiten. Genau. Also die Grönland-Doku, die zieht ein bisschen mehr Strom als die Aufnahmen von irgendwelchen Wühlmäusen bei Nacht. Genau, also das kann ich mir im Winter gut anschauen. Ne? Da brauche ich die Heizung nicht anmachen, spare auf der Seite dann Energie. Aber klar, je nachdem, wenn ich weißen Hintergrund habe oder weißes Bild habe, ist natürlich die höchste Energie, ja, weil alle drei Farben müssen leuchten. Aber im Normalfall, wenn man einen Spielfilm guckt, ja, einen Hollywood-Blockbuster, dann ist er meistens eher dunkel. Genau. Wir haben eine Menge Licht an. Ich habe meinen Scheinwerfer wieder dabei. Genau. Da vorne ist noch eine dicke Lampe. Richtig. Und trotzdem haben wir hier ein wahnsinniges Schwarz. Genau. Wir haben eine Menge Leuchtkraft hier drin. Genau, ja. Wir können mal in die anderen Überflächenvarianten gehen. Das heißt, ihr habt so eine Smart-TV-Funktion integriert. Ganz genau. Ja? Also diese Box, die wir da haben, heißt, wir können alles an Quellen anschließen, die wir kennen. Genau. Die kann wo auch immer stehen, weil wir haben ein langes Glasfaserkabel. Richtig. Man sieht keine Kabelzuführung, gar nichts. Genau. Okay. Hier sieht man zum Beispiel, ich habe einen Internetbrowser, ich kann meine Fotos anschauen, ich habe Google Play Music, YouTube, Netflix, alles das, was ich brauche. Können wir nochmal bitte auf YouTube gehen? Na klar. Weil ich wollte einfach mal wissen, wie sehen wir denn da so aus? Ne? Weil wir drehen ja schließlich in 4K und das ist jetzt hier unsere YouTube-Oberfläche, die jetzt hier angezeigt werden kann. Genau. Kannst du ja nochmal bitte mal eben reingehen? Ja. Und da sind wir sogar noch. Ja. Da, guck mal, da stehen wir drauf. Wir noch drin? Ja, Rollercoaster war auch nicht ohne. Also das war so echt mitfahren. Man sieht ja nur Bild. Genau. Genau, gehen wir nochmal ruhig auf Hall of Fame. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, beispielsweise dieses Dekor ja auch zu lassen. Richtig. Ich könnte sagen, pass auf, das Bild reicht mir von der Größe her. Genau. Aber wenn das mir nicht reicht, dann sage ich, weißt du was? Drücke ich einen Knopf. Oh, genau richtig. Ja, oder? Es ist, also, ich bin ja wie ein kleines Kind manchmal. Ne? Also es ist schon sehr, sehr faszinierend. Also das ist schon echt cool. Ja, komm, jetzt habe ich genug gesehen von dem Kerl. Und aber es sieht super aus. Genau. Also wir können sogar YouTube gerade auf dieser Riesenwand hier perfekt sehen. Und es ist in Echtzeit gestreamt, darf man nicht vergessen. Ja, klar. Ja. Geräuschlos ist die Wand. Richtig. Wir haben keinerlei Lüfter, nichts dergleichen drin. Genau. Das kühlt sich von alleine. Die Technologie ist so konzipiert, dass die Wärme eben nach vorne rausgeht und wir innen in den Bauteilen nicht so viel Abwärme erzeugen, sozusagen. Und das ist der große Vorteil. Deswegen müssen wir innen drin nichts kühlen. Die Box, wie gesagt, können wir hinstellen, wo wir wollen. Genau. Alles anschließen können wir auch. Wir können 24p, wir können 30, 50, 60. Also diese ganzen Standards, da brauchen wir lange gar nicht diskutieren, das können wir einfach. Genau, können wir alles. Okay, 3D muss ich ganz kurz erwähnen. Das ist so ein bisschen in der Schwebe, habe ich gehört. Genau. Es könnte sein, dass da über externe Zulieferer, Partner Lösungen geben wird. Genau. Und dann wäre das auch wahr. Weil also, technisch könnt ihr das? Technisch kann das System 120 Frames entsprechend Bilder anzeigen. Und somit könnte das System auch 3D. Wir unterstützen das von Hause aus nicht. Aber man kann eben mit externen Lösungen da dann entsprechend auch was finden. Jetzt hätte ich an beinahe gesagt, habt ihr noch Fragen? Aber das klappt jetzt leider nicht. Es ist eine One-Way-Show hier heute. Die Thematik, was haben wir denn hier? Die Größe haben wir vielleicht noch mal kurz erläutern. Bei der Variante sind es jetzt erstmal 146 Zoll. Und das ist auch die für zu Hause die einzige Variante oder wird es noch eine weitere Variante im Moment geben oder in den nächsten Tagen? Also es wird sicherlich noch was kommen. Wir können das skalieren. Wir können das ist eine 4K-Variante. Wir können eine 5K-Variante anbieten, eine 6K, 7K, 8K-Variante. 8K sind dann 292 Zoll, wie erwähnt. Das ist die Möglichkeiten, die wir haben, weil das ja ein modulares Konzept ist. Also ich könnte schon mit dem entsprechenden Check zu euch kommen, sagen, ich hätte gerne die 292 Zoll Variante und dann werden eben ein paar Kacheln mehr produziert. Ganz genau. Das wird dann eben Build-to-Order entsprechend sein und dann kann das dann auch produziert werden. Und wir haben hier vom Aufbau her ist das immer der gleiche. Mhm. Die Technologie, also die Box ist auch die gleiche. Bleibt die gleiche. Nichts berücksichtigen. Nee. Also streng genommen ist wirklich die Möglichkeit gegeben, nächstes Jahr zu sagen, ich erweitere mein System, dann müsste man mit uns mal unterhalten und dann wäre da doch die andere Möglichkeit, weil es muss ja nochmal neu kalibriert werden. Da gibt es auch Lösungen von euch, wo ihr das auch schon berücksichtigt habt. Genau, also wo wir natürlich dann immer schauen müssen, ist die Farbdarstellung, ja, und dafür müssen wir es dann entsprechend kalibrieren und dann wird es zukünftig auch so sein, dass man das dann entsprechend erweitern kann. Gut,
Sound ist sowieso kein Thema. Ihr habt jetzt hier Einbaulautsprecher genau. An den Seiten integriert. Also ich habe eine schöne flache Wand. Ihr habt ja sogar unsichtbare Lautsprecher, ne? Habe ich schon mal von gehört. Können wir euch bei sogar zeigen. Da würde man gar nichts sehen. Das heißt, wir hätten rechts und links noch nicht mal ein Gitter mehr sichtbar. Ja. Solche Varianten können wir euch auch gerne mit anbieten. Genau. Das ist also auch gar kein Problem. Und dann wird es eben in Zukunft wahrscheinlich, der wird sich aber freuen, dass er sich jetzt die ganze Zeit im Hintergrund sieht. Aber dann haben wir schon mal kein Lizenzproblem. Genau. Also wir haben dann noch die Möglichkeit, Inhalte in Zukunft wahrscheinlich sogar vielleicht zu abonnieren. Oder es könnte Anbieter geben, die sagen, weißt du was, so wie bei Total Recall, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, das ist so eine Szene, die habe ich nie vergessen, wo die da morgens beim Frühstück sich sitzen, im Hintergrund ein See und man denkt, die sitzen da auf einer Terrasse und in Wirklichkeit war das nichts anderes als, ja, ich sag mal sowas hier. Richtig, richtig. Also das ist tatsächlich das, was man sich vorstellen kann. Es gibt solche Anbieter, die das für den B2B im professionellen Bereich für Hotels zum Beispiel schon machen. Da nutzt man sowas auch, so Ambient- und Mood-Inhalte. Können wir mal eben zurückgehen, auf YouTube. Genau. Gib mal bitte 4K ein. Jo. Weil dann haben wir ja beispielsweise sowas. Es gibt ja fantastische Aufnahmen schon in 4K-Qualität auf YouTube. Das kostet mich gar nichts. Ja. Und manche rumpfen vielleicht mit der Nase und sagen, boah, das sieht aber nicht so doll aus. Nee, es sieht richtig super aus. Wir müssen, glaube ich, ganz 4K mal löschen eben. Genau, klar. Jetzt mal eben 4K. Aber wir können auch einen Rollercoaster nehmen. Komm, machen wir Rollercoaster. So, ne, da gehen wir in irgendeinen rein. Und jetzt kleines Bild. Und wenn ich mutig bin, mache ich natürlich das große Bild, weil da bin ich mittendrin. Richtig. So, kommt noch eine Werbung. Ja, klar, Fußball geht heute Abend los. Ja, gestern hat er schon die Eintracht gespielt. Wer hat gespielt? Die Eintracht. War das jetzt wichtig? Nö, ich hab's nochmal erwähnt. Okay. Ich bin kein Fußballer. Wahrscheinlich sind alle Fettnäpfchen reingetreten, die es nur irgendwie gibt. Ach Quatsch. Also, ja, und jetzt, und wir haben immer noch Licht ohne Ende hier. Genau. Und die Darstellungsqualität ist eben so, wie sie ist, wie man sich das vorstellt und wünscht. Haben wir über Licht schon gesprochen, was der so kann an Helligkeit? Also wir haben hier eine Standardhelligkeit von 250 Nit und eine maximale Peak-Helligkeit von 2000 Nit. Also das war in diesem HDR-Modus. Da kann ich dann kurzfristig eben dann hochgehen. Sollen wir noch was über den Stromverbrauch sagen? Wobei jemand, der sich so ein Ding holt, hat wahrscheinlich auch schon 1000 Solarzellen am Dach drauf. Ne? Richtig, richtig. Also heutzutage gibt es ja Möglichkeiten, dass man Energie wieder. Aber es ist von bekommt. Bis. Wir haben ja zum einen durch diese Technik generell eine geringe Stromaufnahme. Genau. Trotzdem läppert sich natürlich bei der Größe. Ein paar Mark 50 kommen zustande oder ein paar Kilowatt oder was haben wir? Ein paar Watt. Genau, also wir haben maximal 150. 2400 Watt im Prinzip im typischen Verbrauch und 2750 im Peak, also wenn ich wirklich Vollweiß hätte. Die Grönland-Doku. Genau, die Grönland-Doku. Okay. Ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir müssen doch mal generell über das Thema Preise schon sprechen, weil ich weiß, dass die Argumente, also die Fragen werden kommen. Argumente nicht, aber Fragen. Es gibt dann Argumente, noch mehr zu sparen oder anfangen mit dem Lotto zu spielen. Genau. Also wir reden hier schon über ein äußerst exklusives System. Genau. Da steckt eine Menge Geld drin, was die Entwicklung angeht. Richtig. Ihr habt da ein paar Jahre dran gearbeitet und produzieren müssen und was nicht alles. Jetzt ist genug vom Werbeblock her. Also der Spaß kostet Pi mal Daumen. Also wir haben eine UVP für das System von 499.000 Euro. Genau, so ist es. So, und jetzt überlegt der Schappert gerade, wie er die zusammenkratzt. Ja, wunderbar. Ja, genau. Nein, also das müsste eigentlich so ein Werbefilm für die Lottogesellschaft sein. Ne? Oh. Nach Motto, spielt mal Lotto, dann könnt ihr euch dann sowas gönnen. Dann könnt ihr sowas mitnehmen, ja. Aber es ist natürlich auch eine neue Technologie. Es ist die nächste Generation der LED-Technologie, das muss man auch fairerweise sagen. Und es sind viele Unternehmen, die daran forschen. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die das wirklich als massentaugliches Produkt jetzt schon auf den Markt bringen. Genau, auf den Markt bringen, ja. Und das auch schon erfahren, weil ich selbst habe jetzt Leute kennengelernt, die im Bereich Dubai arbeiten und haben dort bereits schon 7 von den Wänden installiert. Genau, also da. Ach, welche Überraschung. Ja. Ne? Aber es ist eben da überall, wo ein Wohnzimmer mit einer Deckenhöhe von 2,50, 3 Meter ist, kommen wir rein. Richtig, richtig. Also das ist eben der Vorteil. Auch in Orte, wo man vielleicht mit einem großen Fernseher nicht mehr Fernseher. Reinkommt. Genau, da kann man eben so ein System einfach reinbringen, weil es kleine Kartons sind und dann kann ich es entsprechend aufbauen auf die Wand. Das heißt, morgens kommt er rein und abends ist er wieder raus und ich habe diese Wand da stehen. Im besten Fall. Im besten Fall wahrscheinlich einen Tag, ne? Genau. Genau, also je nachdem, wie erfahren der Techniker ist, sind es ein Tag oder 2 Tage dann zur Feinjustage vielleicht, je nachdem, wie die Wandbegebenheiten sind. Muss man natürlich, in Deutschland haben wir auch nicht oft gerade Wände, da muss man vielleicht am Anfang ein bisschen basteln. Naja, kriegen wir aber alles gelöst. Genau. Ja, jetzt sehen wir wieder super schwarz. Da ist er in der Höhle. Also ich glaube, wir sind durch. Ne? Das Wichtigste haben wir, glaube ich, erzählt. Ne? Und eine Menge Bilder auch. Ich hoffe, es hat euch riesen Spaß gemacht, dass ihr mal aus erster Hand diese ganzen Informationen bekommen habt und auch mal wirklich jetzt auch mitreden könnt. Ja? Ihr seht ja nämlich mal, was da so geht. Und alle die jetzt da Interesse dran haben, den Satz werde ich auch mal gucken, weil ich weiß noch nicht so recht, wie wir hier gemeinsam weitermachen. Aber wir haben gesagt, wir fangen auf jeden Fall mal an. Genau. Mal gucken, wo es hinführt. Richtig. Könnt euch gerne melden. Schauen wir mal, was man machen kann. Genau. Und
Wie gesagt, auf der IFA zeigen wir das ja, Produkt IFA auch. 2019 ja. Ist es da, da ist es zu sehen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, geht dahin, schaut es euch an, bleibt da mal sitzen. Ich hoffe mal, ihr habt da ein paar Sitze und dann wirst du wahrscheinlich Karten vergeben, damit die auch wieder aufstehen. Genau. Ne, so wird es wahrscheinlich sein. Wunderbar. Ich sage vielen Dank. Ja. Sehr gerne, schön, danke, dass du da warst. Danke ans Team und wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV. Bis dann. Tschüss. Ciao.